Ja, meine sehr geehrten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf Jira Lukas zu einer neuen Filmkritik, die für viele Leute sicherlich überraschend kommt, obwohl ich es ja schon auf Twitter angekündigt habe. Und ja, ist eine ganz schön lange Zeit her seit der letzten Filmkritik. Die war ja Ende Juli mit Ant-Man 2. Und passender Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war Ferienbeginn in Baden-Württemberg, jetzt ist Ferienende in Baden-Württemberg. Okay, eigentlich schon seit einer Woche, aber nur um das mal zu verdeutlichen oder zu visualisieren, wie lang dieser Zeitraum war. Also seit 6 Wochen gab es keine Filmkritik mehr und dementsprechend werden sich Leute sicherlich freuen, dass ich jetzt vollkommen überraschend diesen Film bespreche, weil es hat auch ein kleines Novum, wenn auch ein unangenehmes, was schon viel über den Film und die Qualitäten auszusagen hat, die dieser Film in sich birgt. Aber ich würde mal sagen, heute geht's um The Predator. Ach, sorry, um Predator Upgrade. Um das allerdings zu einem schönen Overview zu machen, wie schon bei meiner damaligen Alien Covenant Kritik, möchte ich natürlich das gesamte Franchise besprechen, das jetzt auch schon aus 6 Teilen besteht, wenn man die AVP-Teile mit reinnimmt. Genau, das müsste eigentlich passen. Und ganz ehrlich, Leute, ich verstehe nicht so ganz, was das eigentlich soll, immer in Deutschland mit den Titeln. Ich meine, Disney kriegt es ja immer wieder perfekt hin. Ich weiß, wieder ein bisschen random Shit-Talk, aber das muss jetzt einfach sein, dass die Filme in Deutschland immer anders heißen, also beispielsweise Tomorrowland, A World Beyond oder Zootopia, Zoomania. Nicht nur Disney kriegt das anscheinend hin, auch wenn es wahrscheinlich bei Predator Upgrade einen anderen Grund hat, damit man nicht denkt, oh, das ist ja nur ein Remake, weil nur die Amis verstehen, dass das kein Remake ist, sondern der offizielle 4. Teil. Aber ich hätte auch lieber den Titel Evolution oder Evolve, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das hätte ich eher bevorzugt als Upgrade. Weil wir ja so hip und cool sind und alle machen immer wieder gerne ein Upgrade mit ihren Handys und so weiter. Einfach nur furchtbar. Ich meine, im Film wird des Öfteren das Wort Upgrade genannt, aber das hätten wir auch gut durch Evolution tauschen können. Aber gut, meine Generation oder die Generation, an die dieser Film gewidmet ist, ist anscheinend nicht mehr in der Lage, Wörter wie Evolution oder Evolution auszusprechen. Nee, es muss ja Upgrade sein, also richtig deutsch, auch wenn Predator an sich ja kein deutscher Titel ist. Dementsprechend waren auch die ganzen, Werbeanzeigen auf meinem Smartphone, also diese Pop-Ups, die auf manchen Webseiten kommen, immer cool. Wo ich mir anfangs gedacht habe, hey, das ist doch gar kein Film, das ist doch sicherlich eine Werbung für eine App. Und viele Leute hat es wahrscheinlich auch schon abgeschreckt, weshalb dieser Film, denke ich mal, kein großartiger Erfolg am Boxoffice haben wird. Das ist jetzt nur meine Meinung. Ich denke mal, es ist halt genauso dasselbe wie bei Alien. Keiner gibt mir einen Scheiß, um solche Monster-Horror-Franchises aus einer anderen Dimension. Vor allen Dingen, seitdem halt Blumhouse Pictures da ist, sind halt diese unfassbar billig gemachten Horrorfilme. So wie The Visit oder Split, auch wenn Split wirklich ein guter Film war in meinen Augen. Das ist halt eher das, was Leute sehen wollen an Horrorfilmen oder Get Out beispielsweise, nämlich auch kein Fan bin, aber solche wirklichen Monsterschocker, die enttäuschen halt zum Großteil einfach nur und verlieren sich viel zu sehr in ihrer Thematik. Soll es jetzt genug Gebäsche sein um den Titel, weil ich meine, jeder in Deutschland weiß, wie bescheuert dieser Titel ist, oder jeder im deutschsprachigen Bereich weiß, wie bescheuert dieser Titel ist. Dennoch werde ich den Film über das ganze Review hinweg Predator Upgrade nennen, einfach weil The Predator, natürlich kann Verwechslungsgefahr entstehen, aber die Amis haben auch keinen Scheiß drum gegeben. Erstmal ein kleiner Overview, bevor ich die einzelnen Teile bespreche. Also das wird so eine Bundle-Kritik sein, wo ich zunächst einmal die Bilder von den alten Filmen einblenden werde. Ich bin jetzt kein wirklicher Fan von dem Franchise, nicht so wie bei Alien. Aber der Großteil der Filme, der war wirklich spaßig und kultig, auch wenn da jetzt nicht wirklich irgendwie ein Film großartig heraussticht. Das ist zum Großteil überdurchschnittliches Mittelmaß. Okay, das macht jetzt keinen Sinn, aber es sind überdurchschnittliche Filme im Schnitt. Dementsprechend besprechen wir doch jetzt einfach mal den ersten Film. Ich werde jetzt auch aber keine Box-Office-Zahlen da irgendwie nennen, wie die erfolgreich waren, weil früher waren die Filme deutlich erfolgreicher, möchte man meinen, auch ohne das großartige Werbebudget, da ja auch Predator 1 und 2 indiziert waren in Deutschland und seit 2014 auch der zweite Teil jetzt ein Revival gefeiert hat.
konnte ich das natürlich alles nachholen auf Blu-ray. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte die Filme auf Blu-ray schon vorliegen nach Weihnachten oder ein paar Tage vor Weihnachten. Nur ich kam bisher nicht dazu, mir sie anzuschauen, weshalb ich das alles in dieser Woche vor Predator Upgrade getan habe. Was jetzt nicht unbedingt die schlechteste Voraussetzung sein muss, da ich diese Filme da noch ganz gut in Erinnerung habe. Ja, ich habe zuvor noch keinen einzigen Predator-Film gesehen. Also vor dieser Woche jetzt praktisch. Ich habe eine große Predator-Woche gemacht. Gut, die ersten beiden Teile, also ihr werdet euch jetzt sicherlich wundern, warum ich die ersten beiden Teile gleichzeitig bespreche. Ganz einfach, es ist praktisch ein riesiges Copy-Paste-Game. Wenn ihr einen dieser beiden Filme gesehen habt, ich würde es sogar auf AVP auch, also auf den ersten Teil von AVP auch anwenden. Also wenn ihr einen dieser drei Filme gesehen habt, auch wenn AVP ein bisschen was anderes ist, braucht ihr den Rest eigentlich nicht sehen, weil ihr die dann automatisch auch gesehen habt. Weil es ist, wie soll ich sagen, von der Konzeption her so, dass diese Filme unfassbar schlecht editiert sind, beziehungsweise das Ding in Predator 2 haben sie es irgendwie versucht mit ziemlich vielen Close-Up-Edits, das Ganze anschaubar zu machen, was wirklich furchtbar war mit den CGI-Effekten. Das hat nicht so richtig, ist nicht so richtig gut reingeflossen. Da muss ich immer wieder solche Filme wie Spider-Man 2 loben, die das deutlich besser gemacht haben. So von der Seite des Dr. Octavius her, wie die Puppenarme mit den CGI-Armen übereinfließen. Aber gut, der Film, der ist auch 14 Jahre jünger als Predator 2. Und ja, nicht jeder Film braucht ein gutes Editing, um gut zu sein letzten Endes. Ich meine, ist dasselbe Fall bei Mad Max Fury Road. Da ist es auch ein bisschen chaotisch, mehr oder weniger. Aber generell schlecht editierte Filme, die allesamt eine Story haben, die über drei Viertel des Films ausgestreckt werden und dann für den restlichen Film, also für dieses eine Viertel, da überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es ist einfach so, also so sehe ich es zumindest. Letzten Endes entwickeln sich halt beide Filme letzten Endes, nachdem halt der Predator alle umgebracht hat, zu einer One-Man-Show, wo halt Arnold Schwarzenegger mal wieder richtig zeigen kann, dass er der Actionheld Nummer 1 ist, bevor es Bruce Willis dann eine Zeit über war mit der Stirb-Langsam-Serie. Aber das war auf jeden Fall cool, da hat der Arnie nochmal richtig gut zeigen können, was er drauf hat nach Terminator. Und besonders bei Terminator 2, der ja dann ein bisschen später kam, hätte ja eigentlich auch die Hauptrolle in, oder zumindest eine Rolle in Predator 2 spielen sollen. Hat es aber dann nicht mehr ganz geschafft, weil er halt Terminator 2, weil er für Terminator 2 eingesetzt worden ist. Ja, und dementsprechend war, wie soll ich sagen, Predator 1 auch besser, weil es einfach, wie soll ich sagen, ein besseres Setting war, so ein wilderes Setting und, was jetzt nicht unbedingt heißen soll, dass das Setting aus Predator 2 schlecht war. Ich fand das Predator 2 Setting, ja, entschuldigt, wenn ich jetzt ein bisschen spoilere, aber ich setze einfach mal als Voraussetzung voraus, dass ihr diese Filme geschaut habt. Ich möchte jetzt nur geschwind zusammenfassen. Ich fand diesen, wie soll ich sagen, was war das eigentlich, Kartellkrieg? Auf jeden Fall Bürgerkrieg auf den Straßen von Los Angeles im Jahr 1997. Ja, 97, ein sehr schlechtes Jahr in Hollywood-Filmen. Man denke nur an Terminator 2. ja, also dementsprechend wirklich interessantes, ziemlich rudes Setting. Okay, das habe ich gerade, glaube ich, ein englisches Wort. Oder sagen wir mal, ein sehr hartes Setting. So ein bisschen von der Attitüde her härter als das aus Predator 1, aber insgesamt dann doch auf einem gleichen Level. Was ich auch beispielsweise interessant fand bei Teil 2 war auf jeden Fall dieser Cop, also der Hauptcharakter, der nicht klein zu kriegen war, der unbedingt den Predator besiegen wollte. Und das war so die Creme de la Creme von Teil 2, auch wenn ich Teil 1 besser finde, weil es ist halt die Umgebung des Predators, die ihn so gefährlich macht. Und das ist einfach nur ein großes Wirrwarr in Teil 2, das genauso wie der Anfang von Teil 1, also die ersten drei Viertel von Teil 1, für den letztendlichen Kampf nichts zur Rolle gespielt haben. Und das Witzige ist auch, dass der zweite Teil nie wieder irgendwie rezitiert worden ist, aber der erste Teil immer und immer wieder. Weil das auch, wie soll ich sagen, von vielen Fans aus der beste Teil ist, das kann ich auch irgendwo verstehen. Einfach weil er dieser Teil am besten zu verstehen gemacht hat, genauso wie bei Alien, wie dieses Wesen funktioniert. Oder sagen wir mal so, das Wesen über die Hälfte des Films lang gar nicht auftaucht und erst so gegen Ende richtig, man richtig sieht, was das für ein Ding ist und was das für einen immensen Schaden anrichtet.
Dementsprechend möchte ich damit die ersten beiden Teile aus den 80ern und 90ern abschließen und gebe beiden Filmen eine 6 von 10. Der erste Teil tendiert so ein bisschen zu einer 7 von 10. Der zweite bleibt auf seiner 6 von 10. Ich denke mal, damit bin ich so im Bild der Allgemeinheit. Also ihr könnt ja auch gerne nachschauen auf IMDb, das waren meine letztbewerteten Filme. Da könnt ihr euch auch generell schon spoilern, was ich jetzt hier Upgrade gebe. Übrigens auch toll, dass zum selben Zeitpunkt auch ein Film läuft, der einfach nur Upgrade heißt, so wie ich es auf Forgers Profil gesehen habe bei IMDb. Aber gut, kommen wir jetzt zu Alien vs. Predator. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich verstehe die Konzeption von Alien vs. Predator nicht so richtig. Ich habe so das Gefühl, okay, es sind zwei außerirdische Wesen, deren Franchise von 20th Century Fox vermarktet wird. Deshalb müssen wir es jetzt gegeneinander kämpfen lassen. Ich weiß jetzt nicht allzu sehr, wie Paul W.S. Anderson, der ja den ersten Teil, beim ersten Teil Regie geführt hat, wie sehr er Einfluss darauf hatte, dass dieser Film letzten Endes gegreenlightet worden ist. Aber ich denke mal, dass es zum Großteil aus seinem Mist entsprang, dass wir diesen Film jetzt praktisch haben oder dass wir diese Filmserie hatten, weil da kam jetzt auch schon seit 11 Jahren kein Teil mehr raus. Der Film ist in Ordnung. Also versteht mich nicht falsch, ich kann zwar Paul W.S. Anderson nichts abgewinnen, auch wenn ich seine Resident Evil Filme auf Abraten nicht angesehen habe. Der Film war in Ordnung, das ganz große Problem war einfach nur, der Endkampf hat unfassbar die Luft rausgelassen, einfach weil man arbeitet auf diesen einen Moment hin und der dauert dann nur ungefähr 5 Minuten. Aber es war wirklich sehr, sehr interessant letzten Endes. Die Kämpfe, die darin zu sehen waren, alles, was man dem zweiten Teil von Alien vs. Predator eben nicht anrechnen kann. Aber letzten Endes, wie soll ich sagen, hat man da auch wieder das Predator-Grundskript hergenommen. Und das ist einfach, daher habe ich mir einfach letzten Endes mehr erhofft. Aber der Film ist in Ordnung. Da kann man nichts dagegen sagen. Außer halt die Leute, die generell von der Idee nichts halten. Ich irgendwo auch nicht, aber mich hat's irgendwie überzeugt. Oh ja, Alien vs. Predator 2 oder Requiem, wie auch immer das Teil heißt. Bisheriger Tiefpunkt des Franchises, da brauche ich niemandem was vormachen. Ja, ich sage bisherig, obwohl das jetzt mittlerweile nicht mehr stimmt. Oh scheiße, jetzt habe ich schon Leuten die Wertung gespoilert. Also, das Setting ist furchtbar. Fangen wir mal damit an. Ich finde dieses Setting mit den Problemen der Menschen irgendwie unfassbar selten, mitten irgendwo in den USA. Also, Ding, warum in den USA eigentlich? Und alle Beteiligten haben sich überhaupt keine Mühe gegeben. Die schauspielerischen Leistungen waren furchtbar und es wirkte alles insgesamt wirklich unsympathisch. Dennoch, war es so ein gewisser Appeal drin, was zumindest Brutalität angeht. Also FSK 18 wurde gut ausgenutzt, weshalb ich dem Film jetzt beispielsweise eine 4 von 10 gebe mit einer starken, oder was heißt mit einer starken Tendenz, mit einer leichten Tendenz zu einer 3 von 10, also das Ding kann man wirklich in die Tonne treten. Und wo Leute bestimmt mich in die Tonne treten werden, ist Predators. Also die letzte Inkarnation, die auch schon wieder 8 Jahre her ist, könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es schon wieder 8 Jahre her ist. Das wird viele Leute wundern, was ich jetzt zu diesem Film zu sagen habe. Und zwar finde ich, dass das der bisher beste Teil im Predator-Franchise ist. Dem ich auch eine 7 von 10 geben würde, wenn auch mit einer leichten Tendenz zu einer 6 von 10. Ich weiß, vielleicht ist diese Meinung vielleicht gar nicht so kontrovers für manche Leute. Es ist eine interessante Idee letzten Endes, diese Leute, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben, da reinzuwerfen. Weil ich meine, letzten Endes ist es auch eine große Abmetzelung, nur halt mit mehr Predators. Ist zwar von der Grundkonzeption her eher für ein Videospiel geeignet, also so für so ein Multiplayer-Battle-Royale-Spiel. Hat mich ziemlich an Battle-Royale erinnert, dieser Film, muss ich zugeben. Was jetzt nicht das Schlechteste sein soll. Ist aber, also in Sachen Inszenierung, ist ein gewisser Genius vorhanden gewesen. Und der Verlauf der Handlung und dem letztendlichen Twist, der mich wirklich überrascht, dass sie den einbringen, war das insgesamt wirklich überzeugend. Es hat letzten Endes einen guten Film geschaffen. Und auch Adrian Brody, dem ich das nie zugetraut hätte, dass er in so einem Film wirklich brilliert, hat eine anständige schauspielerische Leistung
gezeigt. Ich kann von solchen Schauspielern normalerweise, ich kann solche Schauspieler normalerweise nicht ab, aber er hat sich angestrengt. Ich wünschte, andere Schauspieler, die in so eine ähnliche Riege fallen, die halt, wie soll ich sagen, eine einzige Performance in ihrem Leben abgeliefert haben, im Fall von Adrian Brody halt die von Der Pianist, die mir halt, jetzt sagen wir mal, wobei eigentlich hat mir die Performance da eigentlich recht mittelmäßig gefallen. Ich weiß, es wird wieder viele Leute schocken, aber Der Pianist ist, wir reden wann anders mal drüber, wenn ich vielleicht mal so so ein Oscar-Bait-Titel bespreche. Aber dementsprechend wirklich, Adrian Brody hat es echt super gemacht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und Lawrence Fishburne, ja, der musste einfach da anscheinend drin sein. Aber gut, jetzt würde ich mal sagen, haben wir das gesamte Franchise so ein bisschen besprochen. Und jetzt, wie soll ich sagen, wir hatten ja schon einiges auf meinem Kanal. Das möchte ich jetzt vielleicht auch noch so sagen. Wir hatten in diesem einen Jahr seit meiner Programmumstellung hier auf Jira Lucas wirklich einiges. Ich hatte schon Filme, die ich wirklich gelobt habe. Jetzt zwar nicht über den Klee hinaus, würde ich meinen, aber auf jeden Fall war da ein gewisses Lob vorhanden. Okay, bei Kimi no Na wa habe ich, oder Your Name, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt, habe ich schon, wie soll ich sagen, wirklich einen Film gefunden, identifizieren kann, der auch, wie soll ich sagen, viel Menschliches toll eingebunden hat in die Story und so weiter. Dann hatten wir natürlich die guten Filme und wir hatten natürlich auch schon Filme, die ich jetzt, sagen wir mal, nicht gut finde oder als unnötig betrachte, aber man kann sie trotzdem ansehen. Und jetzt, Leute, kommt das, wo ich noch keine Erfahrung habe, und zwar ein Verriss. Ich sag's von Anfang an, so wie es ist, der Film ist ein Haufen Scheiße. Man kann natürlich die Schuld auf das schieben, auf das es Forger höchstwahrscheinlich auch geschoben hätte, würde er diesen Film jetzt noch reviewen. Und zwar ist dieser Film ja Regie geführt und teilweise geschrieben von Shane Black, der ja auch in Predator 1 beispielsweise ein Schauspieler war und jetzt anscheinend irgendwie von 20th Century Fox beauftragt worden ist, das Predator-Franchise ins Grab zu legen. Denn das hat er, der gute Herr, geschafft. Das muss ich ihm lassen. Ich hoffe wirklich, dass Disney, wenn sie dann endgültig 20th Century Fox übernommen haben, so 2020, dass die keinen einzigen Predator-Film mehr in Auftrag geben. Oder ich erstmal hoffe, dass dieser Film kein Geld einspielt. Also das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, dass Disney wirklich zeigt, was sie auch schon bei anderen Franchises aus ihrem Hause gezeigt haben, dass es einfach irgendwann nicht mehr weitergeht. Die Leute wollen das nicht mehr sehen. Ich denke mal, also meine Meinung ist, der Film wird ein Flop. Wenn es schon Alien Covenant geworden ist und Prometheus so halbwegs, dann wird das auch ein Flop werden, Leute. Da bin ich mir 100% sicher, weil die Kritiken von den Leuten, ich da irgendwie eingeschlossen, sagen alles aus. Das Ding hat jetzt 8000 Votes auf IMDb, was jetzt noch nicht allzu viel ist, aber alleine die Tatsache, dass der Film da schon auf einer 6,2 steht, oder ich weiß gar nicht, 6,8, 6,2, das sagt wirklich alles aus und mehr hat dieser Film wirklich nicht verdient. Dementsprechend wurde das jetzt endgültig abgeaxt. Shane Black, um da mal drauf zu sprechen zu kommen, auch wenn ich seine bisherigen Werke nicht großartig gesehen habe, bis auf Iron Man 3, den ich ganz in Ordnung fand. Aber im Großteil kann ich diesem Mann nur das vorwerfen, was halt Forger ihm auch vorwirft, ohne jetzt großartig was von ihm gesehen zu haben, weil ich brauche nur auf Wikipedia die Artikel durchzulesen und dann denke ich mir schon, okay, ja, das stimmt, dass er praktisch immer wieder dasselbe Skript vornimmt und denselben Film dreht letzten Endes, also eine Buddy-Cop-Komödie. So wie es Forger sagen würde. Natürlich, Forger ist jetzt keine gute Bezugsquelle, da viele Leute mit Forger abgerechnet haben, seitdem er auch einen englischen Kanal betreibt. Aber ja, und so ein bisschen hat es bei Iron Man 3 durchgeblitzt, aber es war insgesamt ein solider Superheldenfilm. Jetzt nichts, das unbedingt heraussticht, aber es war grundsolide. Und ansonsten, also Kiss Kiss Bang hieß der Film, glaube ich, oder ich weiß es nicht mehr so genau. Und The Nice Guys fallen halt so in diese Schiene. Dementsprechend, es sind halt solche Filme, die mich einfach nicht ansprechen, auch wenn ich Hot Fuzz ganz cool fand von Edgar Wright.
Der Mann hat keine tolle Karriere bisher hingelegt. Scheint nicht so das, das Regie als erst recht nicht, aber Ding. Aber von einer Sache, von der Sache des Writens her oder von der Sache der Schreibe her, ist es wirklich mager letzten Endes. Auch vielleicht was, wo ich das schon gerade mit dem Boxoffice angeschnitten habe. Wo war ich denn im Kino? Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin extra auf diesen Film gehetzt, weil ich eine S-Bahn später gefahren bin. Letzten Endes wäre es vielleicht gar nicht schlimm gewesen, ich hätte den gesamten Film verpasst. Aber ich habe nur einen Teil der Werbung verpasst. Samstag, 16 Uhr im Gloria Innenstadtkino in Stuttgart. 2D Atmos, da werden wir auch nochmal später drüber reden. Und von den 150 Plätzen, die dieser Kinosaal, glaube ich, zur Verfügung hatte, waren 35 belegt. Zu einer Tageszeit, wo eigentlich jeder Zeit haben sollte, ins Kino zu gehen, bei einem neuen Film von einem renommierten Kult-Franchise. Da sieht man mal wieder, wie viele Leute noch Hoffnung im Predator-Franchise haben. Also, richtig toll, 20th Century Fox, nach 8 Jahren nochmal mit so einem Film daherzukommen, der mittlerweile keinen einzigen mehr anspricht. Und deswegen glaube ich, kann ich jetzt schon sagen, dass der Film gescheitert ist. Es sei denn, ja gut, es laufen jetzt eh relativ wenig Filme im Kino, die so die allgemeine Masse ansprechen, aber spätestens, wenn dann eine Woche später dann Die Unglaublichen 2 rauskommen, zumindest hier in Deutschland, dann dürfte sich keine Sau mehr in Deutschland für Predator Upgrade interessieren. Gut, ich würde mal sagen, ich habe den Film für einiges zu loben. Zumindest für 3 Punkte letzten Endes. Also, mehr braucht ihr jetzt nicht erwarten. Bitte. Effekte waren tatsächlich weitläufig gut. Das Einzige, was ich so ein bisschen zu kritisieren habe, ist das Blut der Predator. Das sehr künstlich wirkte. Oder sehr, wie soll ich sagen, sehr unecht. Also, da kann man wieder sehen, was Practical Effects alles ausmachen. Also mir hat das eigentlich, dieses Konzept, ganz gut gefallen. In den vorherigen Predator-Filmen, wo das, glaube ich, alles noch wirklich richtiges Kunstblut war, so radioaktiv-likes Kunstblut, das nicht wirklich radioaktiv war. Also das war damals super, jetzt wirkt es irgendwie richtig schlecht, richtige CGI-Grütze, könnte man meinen. Ach ja, was ich ja noch gar nicht erwähnt habe, ich habe ja einen Punkt gerade übersprungen. Das ist eine grundsätzliche Aussage, die ich zu dem Film treffen möchte, die den Film dann doch irgendwo ein kleines bisschen hervorheben kann oder hervorhebt. Der Film hat ein gutes Pacing. Also der Film geht ja jetzt 147 Minuten, mit Credits abgerechnet 140 Minuten und hat sich so angefühlt wie eine knappe Stunde. Also dementsprechend großartig. Ein Gefühl der Zeitverschwendung kam bei mir nur beim Inhalt auf, aber so von der Zeit her ging das mit diesen 50 Minuten, diesen gefühlten 50 Minuten, vollkommen in Ordnung. Und der letzte positive Punkt ist, was jetzt auch eher nur so ein technischer Faktor ist, man kann jetzt wirklich verstehen, was die Predators sagen, da das Ganze nämlich untertitelt ist. Also wenn Predators miteinander sprechen, weil da tauchen auch mehrere Predators auf, die allerdings, wie soll ich sagen, einen gewissen anderen Fokus in diesem Film haben als noch in Predators. Also dem 5. Teil des Franchises. Und jetzt kommt die Negativflut, von dem aber manche Sachen, da wahrscheinlich ich der Einzige bin, der das kritisiert oder es einfach nur technisches Hickhack ist. Und zwar habe ich es ja angesprochen, dass ich in einem 2D Atmos Kino war, was jetzt insgesamt nicht schlecht ist. Auch generell vom 3D her bin ich froh, den Film nicht in 3D gesehen zu haben. Das hätte meine Augen noch mehr strapaziert. Aber meine Ohren waren auf jeden Fall strapaziert durch 2D Atmos. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht war. Es war, wie soll ich sagen, ein super Tonerlebnis. Aber es war viel zu laut und direkt zu Beginn hast du, auch wenn ich da jetzt auch nicht spoilern möchte, so einen richtigen Star Wars Opener, möchte man meinen. So mit Raumschiffen und also, ich würde jetzt gerne die Geräusche nachmachen, aber ich habe leider nicht dieselben Toneffektmöglichkeiten wie Shane Black zur Verfügung. Ich würde auch generell sagen, dass die Trailer und das Marketing ein bisschen gelogen haben, was diesen Film angeht, weil ich habe da letzten Endes einen komplett anderen Film irgendwie gesehen. Das ist eigentlich alles, was ich zum Marketing und zum Werbematerial sagen möchte. Das ganz große Problem bei dem Film ist letzten Endes, und das bricht dem Film wirklich endgültig das Genick, der Zuschauer, also ich,
war über den ganzen Film schlauer als alles andere, was in diesem Film drin war. Der Film ist offensichtlich ohne Ende letzten Endes. Es ist halt so eine mehr oder weniger Chosen One Story, die keine wirkliche Chosen One Story ist. Dass der Charakter, von dem man es am wenigsten erwarten würde, letzten Endes der Messias ist oder... Ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es ist nochmal ein neues Level auf dem, was wir in Alien vs. Predators 2 hatten. Weshalb dieser Film jetzt deutlich schlechter ist. Oder weshalb dieser Film etwas schlechter ist als Alien vs. Predators 2. Oder Alien vs. Predator heißt es ja nur, also Singular. Ja, also herzlichen Glückwunsch, kann ich schon mal sagen. Und trotzdem ist es ziemlich schwer zu spoilern, eben weil es halt so eine Chosen-One-Story ist. Also es ist letzten Endes sehr Story- und Charaktergetrieben, weshalb ich mir da das eigentlich ersparen möchte. Schaut es euch einfach selbst an, Leute. Wenn ihr nicht wisst, was ihr mit eurem hart verdienten Geld anfangen wollt, dann geht halt rein, meine Güte. Dann tut's euch halt an, verdammt nochmal. Ding, ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Schaden. Ja, es ist spät am Abend und deswegen kann ich nicht mehr allzu toll correctly sprechen. Deswegen muss mein Anglizismus mal wieder durchblitzen. Ach, dieser Film macht mich schon alleine wahnsinnig. Warum muss mich jetzt auch noch die Nacht wahnsinnig machen? Und jetzt natürlich der ganz große Punkt, die Shane Black Schreibe, die in diesem Film eher wie bei Iron Man 3 ein bisschen weniger durchblitzt, aber letzten Endes macht es dann doch einen Großteil des Filmvergnügens kaputt. So wie das halt letztens gemacht worden ist. Ich meine, er wollte wahrscheinlich hier irgendwie so eine Art A-Team kreieren und das mit mit Schimpfwörtern und Beleidigungen, fast schon wie in den Transformers-Filmen, auch wenn mir die Transformers-Filme deutlich besser gefallen, weil sie einen Teil meiner Kindheit ausgemacht haben und ich keine Schäden davon getragen habe. Ja, jeder muss seine Lieblings-Franchises, die unterbewertet sind, mal verteidigen, aber hier, das war wirklich der absolute Wahnsinn und teilweise auch das Setting wird mit jeder Szene grauenvoller und man hat irgendwie, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie der Titel von diesem Film lauten würde, ich würde jetzt meinen, das ist ein Film von David O. Russell und nicht hier, Predators oder Predator Upgrade. Auch wenn es ja immer noch der Predator ist. Also, ja. Es ist auch da nochmal ein neues Level auf AVP 2. Ich hätte es nicht gedacht, dass der Film das machen würde. Weil, wie gesagt, von den Trailern her sah es wirklich so aus, als ob das eine reine Menschen gegen Predator Angelegenheit ist. Und nicht nur der Inhalt des Films, sondern auch das Editing ist mal wieder absolut furchtbar. Oder zumindest zum Ende hin wird es richtig furchtbar. Dazwischen ist es akkurat bis unterdurchschnittlich, aber zum Ende hin checkst du wirklich nichts mehr. Da checkst du wirklich gar nichts mehr. Einfach weil der Film aus Situationen rauscuttet, bei dem man eigentlich meinen müsste, es müsste doch jetzt eigentlich noch irgendwie weitergehen. Irgendwie muss uns da noch irgendwie was an die Hand gegeben werden, aber es wird uns nichts an die Hand gegeben. Was auch schon ein bisschen das Problem von Alien vs. Predators 2 war. Also wir sehen, auch wenn ich den Titel jetzt wahrscheinlich zum 100. Mal falsch ausgesprochen habe, da gibt es schon einige Parallelen, letzten Endes. Und ich muss immer wieder mit und überleiten, aber Leute, es geht nicht anders und ich will dieses Video heute noch fertig gemacht haben. Genauso wie mich der Film fertig gemacht hat. Die Musik ist zwar gut neu aufgelegt von Henry Jackman, also da ist natürlich wieder so ein 80er-Jahre-Flair drin. Also ein bisschen Retro-mäßiges hat es schon. Aber mit der Zeit verliert der Film an Prestige und da hilft dann auch die Musik letzten Endes nicht mehr. Und ja, meine, die beste Überleitung. Auch ein großes Problem von diesem Film ist, was ist jetzt eigentlich hier die Bedrohung? Und zwar, das muss ich zum Beispiel auch Alien vs. Predator 2 anrechnen. Ich weiß, ich erwähne zum 100. Mal AVP 2, aber ich muss es ja vergleichen, wenn es hier ja schon um den schlechtesten Predator-Film ever geht. Selbst da war die Hauptbedrohung der Predator. Also, das kann ich zumindest spoilern, wo dann Leute endgültig aufgeben werden. Hier ist der Predator zwar schon so ein bisschen der Auslöser von all den Problemen, aber zum Großteil
fügen sich die Menschen gegenseitig mentale und physische Schäden zu. Also, ohne Witz. Der Predator ist jetzt zwar kein Engel, er ist zwar schon brutal und bringt schon viele Leute um, weshalb es mich wundert, dass der Film ab 16 freigegeben worden ist, aber in letzter Konsequenz wundert mich das eigentlich nicht. Denn was ist dieser Film denn letzten Endes? Letzten Endes, Leute, das kann ich Leuten schon mal sagen, zum Ende hin, dieser letzte Akt, ist ein Family-Adventure-Movie. Das geht nicht. Das passt nicht zusammen mit dem Titel Predator. Predator ist der Mensch gegen eine übermächtige Kreatur. Und wir trotz aller, Unterlegenheit versucht, diese Kreatur zu besiegen. Was man perfekt im zweiten Teil gesehen hat. Das möchte ich nochmal sagen. Besonders diese Deus Ex Machina-Szene aus dem zweiten Teil, das ist wirklich fantastisch. Man lacht zwar ohne Ende in diesem letzten Drittel von Predator 2, aber es war fantastisch. Und so ein Element fehlt dem Film letzten Endes, um ihn noch irgendwie zu retten. Der Film endet letzten Endes auch unfassbar unpassend, was auch schon bei AVP 2 der Fall war. Oder ja, man kann generell sagen, die meisten Predator-Filme haben ein unpassendes Ende. Auch wenn letzten Endes Predator 1 auch hier wieder zitiert wird mit, oh ja, schon seit 1987 versuchen wir diese Leute zu besiegen, diese Kreaturen. Und es gibt sogar eine Referenz am Ende hin, wenn sie dann, ich kann ja schon mal sagen, dass der Predator besiegt wird, weil in jedem Film wird der Predator irgendwie besiegt. Ja, man fühlt sich verarscht, letzten Endes. Also ich habe mich beim Ende wieder verarscht gefühlt, wie sie meinen, oh nee, wir treiben das jetzt nicht zu einem geschlossenen Ende, zu einem geschlossenen Kapitel, was es eigentlich sein sollte. Nein, wir stellen jetzt die Aussicht aus, dass es vielleicht doch noch mit ein bisschen Glück, wenn wir Disney ganz, ganz fest in den Arsch kriechen, dass es da noch Hoffnung gibt auf ein Sequel. Das ist widerwärtig bei so einem Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, kurz bevor ich diesen Family-Adventure-Aspekt wahrgenommen habe, hätte ich fast damit gespielt, dem Film eine 5 von 10 zu geben, um ihn damit zu einem unbedeutenden Film zu machen. Aber nein, Leute, ich darf da keine Gnade zeigen. Auch wenn ich auch zugeben muss, dass ich bereits schon Ähnliches erwartet habe. So von allen Komponenten her habe ich mir schon gedacht, dass das wirklich ein schlechter Film wird. Und es ist auch ein schlechter Film, Leute. Ich gebe dem Film eine 3 von 10 mit einer Tendenz zu einer 4 von 10. Weil letzten Endes, ja, der Film hat einige wirklich kompetente Elemente. Und ich würde sogar sagen, es hat die Prestige eines Spielfilms, wird aber wirklich mit jeder einzelnen Minute, die dieser Film läuft, immer weiter und weiter und tiefer in den Rinnstein gekickt. Ja, letzten Endes möchte ich noch gerne an euch alle appellieren, bevor ich dieses Video beende. Führt lieber ein Upgrade auf irgendeinem eurer technischen Devices oder Geräte durch, als in diesen Film zu gehen. Damit möchte ich abschließen, Leute. Das ist jetzt meine pädagogische Warnung gewesen zum Ende des Videos. Ich beende das Ganze jetzt. Ich glaube, ich habe euch über 30 Minuten genug das Ohr abgekaut. Ich will auch jetzt keinen großartig damit angreifen. Ich meine, wenn ihr Religionen auf Predator setzt, dann geht natürlich rein, aber ansonsten, Leute, wirklich, es gibt zum Ende des Jahres nochmal andere Filme, die höchstwahrscheinlich deutlich besser sind. Das habe ich auch in den Trailern gesehen, dass es da bestimmt Filme gibt, die deutlich besser sind letzten Endes. Dementsprechend, Leute, werde ich mich jetzt erstmal schlafen legen und überlegen, oder ich überlege jetzt erstmal, ob ich das Video heute noch hochlade oder ob ich das jetzt als Rough Cut hier liegen lasse und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie. 3 von 10 Punkten. Wir sehen uns wieder bei The Incredibles 2, nehme ich mal an. Ich hoffe und ich denke mal, dass der Film besser wird als das hier. Ciao.